dann würde ich sagen, ich kann mich auch mal anrufen. Mein Name ist Rico Rosberg, ehemals Clemens. Ich will mal kurz was über mich erzählen. Wie kam ich überhaupt zur Thesa-Klammer? Warum meine ich, dass ich darüber was erzählen könnte? Dann über Thesa-Klammer eben selbst etwas, die genetische Entwicklungsgeschichte, die Verfügbarkeit, für welche Betriebssysteme ist Thesa-Klammer verfügbar? Und natürlich über Thesa-Klammer in Aktion. So, über mich. Ich habe angefangen im Jahre 2001, 2002 als Wettertester in Thesa-Klammer. So, damals ging es um die Amiga-Version, die ist kurz davor eben veröffentlicht worden als Beta-Version. Da habe ich auf dem Anime-Mail just for fun dieses Jahr, unterschreibt bitte den folgenden Vertrag, muss bitte 18 sein. Ich so, ja klar, bin ich mit 14 oder so. Hat also bestens funktioniert. Das war auch so mein Einstieg in die Softwareentwicklung, also sprich 2004 bis 2009 war ich Gesellschafter bei der Allgemeinen Computer GmbH. Ende letzten Jahres bin ich da rausgegangen, Thorsten Hees ist mein Nachfolger und ich möchte mich eben eher auf die Programmierung konzentrieren und mit der Allgemeinen Computer habe ich eben auch viel Verwaltung gehabt. Da ich jetzt auch eben arbeite, bin ich nur Student, ist die Zeit auch eher knapp und die Zeit, die ich habe, möchte ich eben wirklich, wie gesagt, programmieren. Das hat mir allerdings auch ein paar Möglichkeiten gegeben, eben an anderen Projekten zu arbeiten. Unter anderem eben schon etwas früher, Ende 2008, bei Thesa-Klammer. Ich habe da angefangen mit Spielen und habe da festgestellt, Thesa-Klammer hat hier und da ein paar Probleme. Und wie es so ist als Programmierer, man lässt sich mal die Quellcode schicken, man ändert mal was und man kommt so langsam rein. Das führte dann dazu, dass ich 2009, also Ende 2009, meine Diplomarbeit in dem Bereich gemacht habe. Es ging um die plattformunabhängige Programmierung und der Programmiersprache C. Unter anderem, sagen wir es mal so. Und nebenbei ist dann neben der Diplomarbeit entstanden, dass ich dann die Thesa-Klammer für Windows und Linux blockiert habe. Und seit 2010, warum auch immer, bin ich Mitglied im Beschlussrat des Thesa-Klammers und Freierrat, falls Martin Wolf, der ursprünglich dafür verantwortlich ist, keine Zeit hat. Deswegen, ich darf auch mit entscheiden und deswegen halte ich auch den Vortrag hier. Ja, Thesa-Klammer ist ein massiv multiplayer Online-Rollenspiel, billige Abkürzung. Es ist aber auch ein Play-by-E-Mail-Spiel. Das heißt, man schickt seinen Spielzug per E-Mail hin und man bekommt den Spielzug, also die Auswertung, wieder per E-Mail zurückgeschickt. Das hat verschiedene Vorteile, hat auch verschiedene Nachteile. Wird wahrscheinlich auch in den nächsten, ich sag's mal ganz kleine Jahre, auch geändert werden. Angesiedelt ist das Spiel im Mittelalterbereich und Fantasy-Bereich. Es ist ein Rundenstrategiespiel. Man kann 5 Minuten am Tag investieren, so wie ich manchmal. Oder 10 Minuten. Es gibt aber auch Leute, die spielen 8 Stunden. Ja, auch das geht. Je nachdem, wie viel Lust und wie viel Zeit man hat. Es gibt ein großes Spielfeld. Das Spielfeld, also jeder Spieler hat kleine Morgen. Jeder Morgen ist, ja, also jeder Spieler fängt auch mit 7 Morgen an. Und momentan gibt es 600 oder 500 Morgen, das heißt, ein kleines Handelsschiff fährt maximal 10 Morgen weit pro Runde. Da kann man sich ausrechnen, wie lange man braucht, um von links nach rechts zu fahren. Man muss auch daran denken, man kann nur an der Küste entlang, das heißt, das wird eine ganze Weile dauern. Zu Thesa-Klammer ist inzwischen erschienen ein Buch. Ich habe da ein bisschen Werbung hingelegt zu dem Buch. Es ist eine Hard-CD erschienen, die so ein bisschen im Buch von Bündelt. Es gibt regelmäßige Spielertreffen. Es gab früher einige Rollenspieltreffen und es ist demnächst auch wieder eins geplant. Und das ganz Wichtige ist, das Produkt kommt natürlich nicht von der Linear Computer, es kommt von der Eternity Hard und Software. So. Das T-Shirt wäre recht. Ja, ja. Wer sind die Symbiont-Jets? Als freier Entwickler hat man halt so ein paar Vorteile. Jetzt assimiliert. So, Start der Entwicklung fand 1997 statt, Beta-Tester, die vorhin schon erwähnt, 2001, also sprich seit etwa fast 10 Jahren gibt es Thesa-Klammer, gibt es die Spielwelt, die wurde nicht resettet, das heißt, die Spieler von Anfang an, wenn sie denn immer noch existieren würden, dann könnten jetzt immer noch spielen, theoretisch, aber man kann in Thesa-Klammer wirklich richtig sterben, also im Spiel sterben, das heißt, man muss komplett neu anfangen und aus diesen ersten Jahren gibt es kaum noch Reiche.
Ein Schlag eins. Ist mir erst gegangen. Ich hatte eins der Älteren im Reich, das ist vor einer Woche in einen Ops gegangen. Was passiert, wenn man so zwei Wochen mal gar keinen Spielzug macht und dann ein paar Missernten hat und vorher schon nicht so gut aufgestellt war? Das ist so optimal gewesen. 2002 gab es dann das Basisarchiv. Was ganz besonders ist, neben noch eine Pappverpackung. Da drin sind drei CDs, eine Musik-CD, eine Spiel-CD und auch eine Intro-CD. Die ist das Basisarchiv immer noch verkauft und ist das erschienen für die Amiga-Version. 2004, also zwei Jahre später, erschien dann die erste Windows-Version, um eben auch ein paar mehr Leute zu dieser Kammer zu bringen. Und bis 2005 waren die Auflösungen für das Spiel üblich in 46x480 und 8-Bit. Mhm. Und ab 2005 wurden auch die größeren Auflösungen unterstützt. Richtig dazu gekommen bin ich ja erst seit 2009. Als allererstes haben wir uns gleich noch von unserem Vertrieb getrennt. Gab es verschiedene Reibereien, Spannungen. Als Konsequenz daraus haben wir gesagt, okay, wir möchten gerne hier das Kammer möglichst vielen Leuten zur Verfügung bringen. Also haben wir den Free-to-Play-Modus angeboten. Das heißt, man kann das Kammer ab sofort kostenlos spielen. Wie sich das in der Zukunft genau verhält, das haben wir noch nicht entschieden. Aber jeder, der jetzt Reiche anmeldet, darf dieses Reich definitiv kostenlos spielen. Wir haben ein paar Überlegungen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir wieder dazu übergehen, hohe Spielrunden mit Bezahlung haben zu wollen. Weil das lohnt sich nicht, dafür brauchen wir Leute. Es ist immer noch im Client eingebaut, dass dann eine Meldung kommt, bitte bezahlt, einfach ignorieren. Wie üblich. 2010. Ihr könnt natürlich auch gerne bezahlen, wir freuen uns immer darüber. Aber das ist nicht unbedingt notwendig. So, und 2010 ist mein großer Bereich gewesen. Ich habe die Linux-Version innerhalb der Diplomarbeit eben erstellt aus der Linux-Version. Und natürlich auch eine Mac OS X-Version, beide basieren auf SDL. Und falls jemand eine andere Version erstellen möchte, zum Beispiel eine Amiga OS 4.0-Version, kann er sich gerne bei mir melden. Die aktuellste Version ist die 057, die klingt etwas komisch, ist aber so. Das ist trotzdem eine recht breite Version, wir werden wahrscheinlich irgendwann mal auf die Version 1.0 gehen, aber das ist einfach aus Marketinggründen. Damit ich es auch besser verkaufe oder damit man es besser nachbringt. Weil die meisten Leute sagen, 057, das ist ein halbfertiges Produkt, noch nicht mal annähernd fertig. Wenn man bedenkt, dass Tess Optama seit fast 10 Jahren schon auf dem Markt ist, zumindest im Beta-Bereich, kann man dann mal sagen, ja, gut, sollte man die 1.0 zumindest stehen lassen. Macht man die 1.1, 1.2. Gut, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, kommt tot in. Nee, es kommt fast Screenshots. Genau, vorher, nachher. Tales of Tamil ist vielleicht mit einem oder anderen schon ein Begriff. Auf dem Messen kam das mal. So sah Tales of Tamil früher aus, sprich vor 2005. Und Tales of Tamil sieht heutzutage so aus in etwa. Man sieht, die Karte ist wesentlich größer, mehr als 46x480. Man sieht nicht, dass es größer ist als vorher. Man sieht auch an den Rändern, dass es mehr als 8 hier insgesamt gibt. Ja, die GUI ist etwas aufgeräumter. Schöne Verzierungen sind dran. Das wirkt sich nicht nur auf der Karte aus. Das war der frühere Steuerbildschirm. Und um die neue Auflösung hinzubekommen, also größer als 640x480, wird die Karte einfach im Hintergrund präsentiert. Weil diese ganzen Grafiken sind eigentlich gepixelt. Und die groß zu rechnen sieht nicht mehr schön aus. Dann sagt man, okay, man legt die Karte im Hintergrund, hat immer, egal wo man im Reich ist, eben sieht man, wo man auch arbeitet. Nicht wundern, es sind zwei verschiedene Reiche, also die Karten stimmen nicht hundertprozentig überein. So wie schon gesagt, mein Bereich war vor allem die Tales of Tamil SDL-Version unter Ubuntu Linux, das war meine Diplomarbeit. Am 19. April 2010, 14.42 Uhr. Ich habe es gemacht, ich habe einen Screenshot gemacht. Das ist eine ältere Mac-Version, ich habe jetzt kein neues Screenshot eingefügt, also sprich. Ich weiß nicht, ob man irgendwo einen Daten sieht, es müsste jetzt 1-2 Minuten alt sein. 640x480 der Auflösung. Oh, man sieht es, ne? Weil ich es kompiliert habe. Heute um 21 Uhr steht da. Gut. Aber jetzt sollte Tod in Aktion kommen. Nein, es kommt die Verfügbarkeit. Ich bin irgendwie zu voll zu vorne. Verfügbar ist das Produkt unter Tales of Tamil auf dem System Amiga OS 68K, da läuft es nativ. Unter MorphOS und Amiga OS 4.0 gibt es jeweils angepasste 68K-Version, die sind wirklich in der Amiga-Version schon integriert.
sind verschiedene Defines, die zum Beispiel gesetzt werden, um irgendwelche Effekte zu erzielen unter AmigaOS 4.0 oder MacOS. Aber ansonsten ist das eine 68K-Version unter der Ebene. Dann gibt es eine Windows-Native-Version und im Beta-Test aktuell gibt es die Linux-Version, sowohl für x86er als auch eben auf VPC und eben die macOS X-Version ab 10.5. Also wenn es 10.5. Jetzt kommen wir aber zur Code-Aktion. Endlich. So, ich habe jetzt die aktuellste Beta-Version am Donnerstag aus den Quellcodes geholt. Ich habe einen alten Spielstand. Heißt, es könnte zu Abstößen kommen. Wir lassen uns mal ein bisschen überraschen. Der Schreibbildschirm von Tales of Tama, der ist auch relativ neu. Man kann neue Spiele anlegen, man kann alte Spiele laden, speichern. Wer das früher vielleicht kennt und da ein bisschen gearbeitet hat, hat festgestellt, ja, man kann ein Data-Verzeichnis, ein Map-Verzeichnis, konnte man dann kopieren, per Skript zum Beispiel, und konnte das dann später wieder einladen, das war so ein bisschen Handarbeit. Das ist jetzt alles automatisiert. Wenn ich jetzt hier noch einmal reingehe, mein Spielzug ist länger als 24 Stunden, drücke ich es auf Abbrechen, es wird nicht empfohlen. Hier unten kann ich meinen Spielzug runterladen vom Server. Die Auswertung beginnt immer 12 Uhr. Bis 12 Uhr soll ich also meinen Spielzug am Server eingeschickt haben. Also Idealfall bis 11.30 Uhr. Dass man, wenn da irgendwelche Probleme auftreten, dass es immer ein bisschen länger läuft, auf der sicheren Seite ist. 12 Uhr beginnt die Auswertung. In der Regel ist die Auswertung um 14.30 Uhr erste Phase beendet. Dann kommt der Spielzug zugeschickt und kann den dann ab 14.30 Uhr runterladen. Wenn man einen Tag nicht spielt, ist auch kein Problem. Man kann 3, 4 hintereinander runterladen. Also automatisch mit dem Download, alle werden runtergeladen. Wichtig ist vor allen Dingen, dass wenn man sein Spielzug gemacht hat, wieder auf Upload drückt, dann wird nämlich das Spielzug unsinnig verschieben. Wie schon erzählt, man hat zum Beispiel eine Karte. Auf der Karte spielt sich das meiste ab. Ich habe jetzt irgendein Reich genommen, ich weiß jetzt gerade nicht, welches das ist und welches ich selbst bin. Gucken wir gerade mal, ich bin das Reich Cassandra. Ich habe hier eigentlich auch irgendwo eine Stadt, genau. Das ist jetzt meine Stadt, mein Stadtfeld. Man fängt an mit dem Stadtfeld und rundherum 6 Morgen, also insgesamt 7 Morgen. Das ist der gute Anfang und mit etwas Glück wird man von Nachbarn unterstützt. Mit etwas Pech muss man sich alleine rumärgern. Hat natürlich dann meistens den Vorteil, man hat auch mehr Land für sich. Und der Rest ist erstmal im Nebel, ne? Auch. Der Rest ist im Nebel. Wenn ich jetzt. Genau, hier habe ich zum Beispiel ein Nebelfeld. Das ist erstmal schwarz und relativ, je nachdem wann man gespielt hat, ist zum Beispiel auch der Nebel des Krieges, wenn man hier kein Schiff in der Nähe hat, dann wird halt auch, kann man nicht sehen. Gut, meine Änderungen waren zum Beispiel, dass man die Armeelisten sortiert hat, also ein paar Kleinigkeiten, die das Leben einfacher machen. Und das Wichtigste ist eben, hier haben wir so ein kleines Reich. Das ist ein Reich, was relativ frisch wahrscheinlich entstanden ist, Reich Vara. Das ist auch nicht am Spielstand, wie gesagt, das war vor 2 Jahren. Aber so fängt man an mit einem kleinen Dorf. Und dieses kleine Dorf baut man irgendwann dann aus, sodass man aussieht wie hier. Gleich. Eine große Stadt mit Kathedrale. Baracken, Marktplatz, über den Marktplatz kann man handeln, der von Spielern. Wenn es Kritik gibt an den Kartenelementen, ich empfehle da so einen kleinen Blick nach da. Einige stammen von Thomas Klaus. Man sieht zum Beispiel mein altes Reich, was bis vor einer Woche etwa existiert hat, Sanctiferus, hat kräftig verkauft und man sieht hier die einzelnen Spieler, die ebenfalls waren auf dem Markt gehen. Man kann hier unten auswählen, sagt man wie üblich, den Preis, den hätte ich gern, die bestätigt das mit, okay, oder man kauft hier noch was und fragt, ja, möchte ich das kaufen? Ja, möchte ich. Sieht schön aus. Gut, ich kann meine Stadt natürlich auch ausbauen, das ist bei dieser Stadt wahrscheinlich nicht so optimal, weil die schon nicht gut ausgebaut ist, da müsste ich jetzt mal in die Liste reingucken. Ja, na, Liste. Also, da ist sie, siehst du sie, da. Ja. Auch hier, wer auch immer auf die Idee gekommen ist, 1000 Konten und 1000 Münzen zu bauen. Ja, da auch das gibt es. Noch. In letzter Zeit hat man große Probleme, dass die Reiche zu groß geworden sind.
Wir haben jetzt vieles auch unterbunden, dass man auch zu viele Einheiten auf einen Schlag rausbringt, dass die kleinen Spieler auch eine Chance haben. Eins der wichtigsten Sachen ist in dem Spiel, dass die kleinen Spieler unterstützt werden. Dazu gibt es sowas ganz Besonderes wie Luxusgüter. Jedes kleine Reich mit einer Stadt und genügend Ressourcen im Positiven, hier sind wir stark im Negativen, können Luxusgüter produzieren. Luxusgüter sind dazu notwendig, dass ich als großer Herrscher mein Vertrauen oder das Vertrauen des Volkes da ist. Umso größer mein Reich ist, umso mehr bin ich der oberen Negativen und umso mehr Vertrauen verliere ich bei meinem eigenen Volk. So. Diese Luxusgüter werden für wenig Geld hergestellt und für sehr viel Geld oder Gold in dem Fall verkauft. Das ist eines der wichtigsten Elemente für kleine Spieler, dass die kleinen Spieler eben auch wichtig sind. So. Ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mehrere Städte zu gründen. Eines der wichtigsten Sachen, warum mein Reich gestorben ist, ist dieser Kompenschirm. Jede Runde muss man seinem Reich oder dem Volk in dem Reich Korn sehen. Im Frühling sollte man Korn sehen, im Sommer erntet man das Korn. Hat man Kornlager, wer auch immer jetzt auf die Idee kommt, bis 10.000 Kornlager zu haben, ja, wie gesagt, es geht im Moment noch. Und der rote Pfeil zeigt an, ja, so viel Korn möchte ich gerne das Volk. Der grüne Pfeil ist ganz wichtig, der wird eingestellt, allerdings automatisch, wenn man kein Spielzug einsetzt. Man kann durchaus eben ein, zwei Wochen in Urlaub gehen, normalerweise geht das gut. Bei mir sah das so aus, dass ich von vornherein viel zu wenig Korn hatte im Kornlager. Ich muss dann so ein bis zwei Missernten hintereinander gehabt haben, sprich anstatt meine 100% Korn, was ich immer ernte, habe ich dann nur 25% irgendwas in der Träge geerntet. Das führte dann dazu, dass ich meinem Volk nichts gefüttert habe. Mein Vertrauen war nicht wie hier unten bei fast 500, sondern eher da unten. Und dann hat das Volk gesagt, also so nicht, und hat mich abgesetzt und dann war es das zu Ende. Gut. So sollte man es nicht machen. Falls jemand hat, wie lange das Reich existiert, der ist etwa 200 Jahre. Das ist, macht schon etwas Arbeit, es wächst auch einem ans Herz. Tut weh. Es ist schon. Heul doch, es stirbt ja nicht. Es hat einen nur abgesetzt. Kann man dann auch als anderer Fürst das Reich übernehmen? Aber ich sehe schon, du hattest genug Abwechslung hier. Das war früher der Stadtbildschirm, da ist man reingegangen, da hat man hier so ein Spinnennetz gehabt. Da konnte man mit dem Modem sich verbinden. Ich weiß nicht, wer vielleicht einer von euch noch das auch schon mal gespielt hat. Man kann hier auf Aber klicken oder wie auch immer die Screenshots natürlich sich anschauen. Es gibt so ein kleines Glücksspiel. Ich bin da weniger talentiert. Also es geht dann darum, die richtige Kombination zu erraten. So, ich habe darauf keine Nerven. Aber es geht natürlich. Ich habe gesagt, abgleichen. Nein, ich möchte nochmal spielen. Man hat ja auch ein Chatroom. Muss man da nicht immer auf die Oberweite stellen? Ja, es ist natürlich auch jugendfrei das Spiel. Man kann sagen, es ist von Männern programmiert, ne? Man muss so, ja 18 ja, sein, ne? So für wen das Test machen. Internetverbindung? Ja, wie gesagt, in letzter Zeit hat sich viel getan, auch unter der Oberfläche. Wir haben die Quellcode synchronisiert, sprich alles auf dem CPS-Server. Geschätzte 75-80% der Quellcodes sind kompatibel zwischen der Amiga-Version, der Windows-Version, der Linux-Version und der macOS-Version. Das heißt, ich ändere an einer Stelle etwas und ich habe die Auswirkung an allen Stellen. Es kann positiv oder auch negativ sein. Ja. Es wurde auch viele eingestellt, dass die großen Reiche nicht mehr zu mächtig sind. Sprich, man kann nicht mehr als großes Reich seine Städte von 0 auf 100 ausbauen, sondern muss dann eben sich Zeit lassen, wie früher im Mittelalter üblich. Ich warte hier irgendwann auf den Timeout. Naja. Das ist gut, ja. Warum hast du kein Internet? Ich bräuchte jetzt noch einen Netzwerkkabel. Also WLAN hast du doch nicht, oder wie? Nee, habe ich nicht. Also eigentlich habe ich gedacht, ich brauche es nicht, aber dummerweise klickt man natürlich genau dann auf die Schaltfläche, weil man eigentlich denkt, die liegt eigentlich. Man kann natürlich das Netz auch abschließen. Warte, lass mich kurz in die Irgendwann muss ja ein Timeout kommen. Ja, früher, ganz am Anfang, gab es die Insel.
Anorien zum Beispiel, Kasperia, was hat man denn noch so gehabt? Eternia. Diese kleinen Inseln sind jetzt erstmal drüber hinausgewachsen. Man sieht im Hintergrund die großen Landflächen. Diese sind größtenteils frei. Also, wenn ihr anfangen wollt, es gibt seit letzter Woche eine neue Routine. Ihr werdet zufällig auf der Karte platziert. Nicht immer nur im Stadtgebiet, sondern eben überall. Das heißt, mit etwas Glück könnt ihr innerhalb von ein, zwei realen Monaten im Großreich sein. Wenn etwas Pech, seid ihr tot, weil irgendwelche Elfen kamen. Es gibt Elfen zu den NPCs eben. Es gibt Elfen, es gibt Orks, es gibt Zwerge und es gibt Untoten. Untoten sind bei großen Spielern sehr beliebt. Führen auch in letzter Zeit dazu, dass große Spieler einfach mal vernichtet wurden durch die Untoten. Wir haben die Routine etwas entschärft. Es war nie gedacht, dass Spieler mehr als 1000 Morgen haben können. Aber ja, diese Untoten mit diesen NPCs kann man handeln als kleiner Spieler zum Beispiel, bekommt man dann spezielle Waren, Elfenschwerter, die sind etwas besser. Es gibt ein neues System, dass man Lagerplatz hat und diese Elfenschwerter brauchen zum Beispiel weniger Lagerplatz, weil sie eben viel erfahrener sind als irgendwelche großen Bastardschwerter. Und diese NPCs beeinflussen sich auch gegenseitig. Also zum Beispiel, wenn man ein Gebirge hat und man hat da Orks drin, und da kommt ein Zwerg, dann haut der Zwerg erstmal alle Orks platt. Hat man weniger Arbeit. Wenn man allerdings Krieg mit den Zwergen hat, zum Beispiel, weil man zu viel Zwerge im Land annektiert hat innerhalb von kurzer Zeit, kann es auch passieren, die Zwerge machen einen Drachen oder erzeugen sich einen Drachen. Und diese Drachen, die sind etwas wichtiger und da hat man auch etwas zu knabbern. Es gibt dann eben Drachen für die Zwerge, für die Elfen, für die Untoten. Es gibt dann auch einen goldenen Drachen, der ist sehr beliebt, der macht nämlich gar nichts, sieht aber schön aus, spielt dann mit Karten. Es gibt dann Spieler, die jagen die Drachen, um die anderen Spieler zu ärgern. Ist auch ein Kriegskund, zum Beispiel im Spiel. Und es gibt die roten Drachen, die etwas mehr Schaden machen, etwas aggressiver sind. Und ich schaffe es einfach mal neu. Weil ich weiß nicht, wie man kann. In der Hoffnung, ich bekomme jetzt auch wieder Bild. So, wie gesagt, diese NPCs beeinflussen sich auch gegenseitig, zum Beispiel Orks und Elfen. Wenn man Gebirge hat und Elfen, dann kann es auch sein, die bewegen sich die ganze Zeit und man kommt als Spieler auf die dumme Idee, genau da sein Land zu gründen oder zumindest sein Land da auszuweiten, dann ist man teilweise mitten im Konflikt drin. Da muss man sich dann entscheiden, was man macht. Es gibt aber auch einen Schutz für kleinere Spieler, dass zum Beispiel Elfen keiner da attackieren oder größere Spieler, wenn sie angenommen, jemand hat ein kleines Reich gekundet, ist enorm. Wenn ein großer Spieler denjenigen angreift, dann bekommt er pro Morgen den der kleine Spieler von mir 25 Vertrauen abgezogen. Wie gesagt, maximal wert bei 500. Und ich hatte vorhin gezeigt, mein Vertrauen hat 200, 150. Und wenn ich dann ein kleines Reich töte, das heißt, sie morgen klaue, 725, ich bin dann auch tot. Das heißt, da gibt es auch schon Mechanismen, dass man auch das kleine Spieler gewinnen kann. Ja. Das soll es jetzt mal ein kleiner Überblick gewesen sein, was sich so getan hat in den letzten Jahren. Als Entwickler sind momentan Martin Wolf dabei und meine Wenigkeit. Ich kümmere mich um die SDL-Version hauptsächlich. Allerdings, wie gesagt, der größte Bereich der Quellcode ist inkompatibel. Das heißt, meine Änderungen gab es auch jetzt in den Amiga-Versionen. Nun. Hat das was auch schon so lange gebaut? Ja, ne? Nein, immer die DRCP. Ja, ich habe kein Netzwerkkabel dran. Nein, ich beantworte auch gerne Fragen, wenn es von euch was gibt. Ich habe TESAF dann abgelegt auf dem FTP-Server, ich habe es auch auf dem Amiga Meeting-Server abgelegt, letztes Mal. Das sieht ja faszinierend aus, aber egal. Gut. Komm. Gut. Ja, die Waden-CD könnte man kaufen, wenn ich jetzt genügend dabei hätte, kostet 10 Euro. Das ist eine schöne gedruckte CD, das ist eigentlich preiswert. Es gibt dann auch demnächst ein Bestellformular auf der Eternity Hard- und Software-Seite. Ein ganz großer Punkt ist vielleicht nochmal das Forum. Ich habe ja kein Internet, aber ihr könnt selbst bei Tesla mal schauen. Kammer.net ist die Internetseite. Und da gibt es das Forum, wo zum Beispiel Beta-Tester angenommen werden, was ihr möchtet. Oder aber eben viel Kommunikation stattfindet. So. Ich habe vorhin noch ein kleines Zeichen. Also man sieht, es läuft auf der Emulation zurzeit. Ich überlege selbst, ob ich die SDL-Portierung übernehme für das Amiga-System. Ist eigentlich nicht so der Aufwand, eigentlich.
Ja, ich habe meinen gleichen Job nicht beendet. So alles über Buch habe ich zu gerne gekriegt. Ja. So, und ich kann mal kurz im Bereich laden. Wie ist es denn? Ich habe einen Test euch jetzt gemacht. Sag mal, Rico, war nicht irgendwann mal auch so eine 3D-Oberfläche geplant? Die wollen wir mal lieber nicht sprechen. Ja, es war eine geplant. Ja, es gibt eine und ich glaube nicht, dass die in absehbarer Zeit reinkommt. Mhm. Wir haben uns eigentlich dagegen entschieden, sie war unübersichtlich und die Grafik auf einen schönen Stand zu bekommen, dass die mit anderen PC-Spielen konkurrieren könnte. Ist sowas von aufwendig, muss man sagen, wir wollen lieber die 2D-Oberfläche, die wir jetzt haben, weiterbringen, neue Features einbauen, das ganze System stabilisieren. Mhm. Beispielsweise wollen wir auch demnächst, in nächster Zeit angehen, dass wir die Spielzüge nicht mehr für ihn einsenden, weil da passiert es mir, dass nicht Pop-3-Server offline ist. Oder aber es gibt andere Probleme. Und genau um das zu umgehen, wollen wir die Anmeldung direkt über diese BIP-Server machen, direkt die Kommunikation und bekommen auch direkt eine Antwort. Hat es geklappt, hat es nicht geklappt, gab es Probleme bei der Registrierung. Wurde zum Beispiel Nutzername abgelehnt. Wir haben vieles schon über mehrere Wege gemacht, beispielsweise Benutzername schon bei Veranstaltungen schon geprüft. Aber eben um das nochmal zu perfektionieren und um vor allem keine E-Mail-Adresse angeben zu müssen, ist eben geplant, das auch so zu umzubauen mit 3D-Karte. Ein einiges Thema, ich würde sagen, kommt zumindest in absehbarer Zeit nicht. Ist schade. Aber auch die Leute, die sich es angeschaut haben, es sieht zwar gut aus, aber man kann nicht so effektiv wie mit der 2D-Karte spielen. Da tut man zwar rum, es sieht schön aus, aber zum Spielen ist es, ich will nicht sagen unbrauchbar, aber es ist unvorteilhaft, weil die Übersicht verloren geht. Dadurch, dass die Feld auch zu groß ist. Man sieht auch schon ein paar Sachen, die eingebaut sind, TCP/IP zum Beispiel, dass man Spielzüge schon absenden kann, aber die Störung funktioniert zum Beispiel noch nicht so richtig. Und die ganzen Daten, die neue Spieler auch eingeben müssen, das stört auch. Die Leute sagen, ich brauche eine neue E-Mail-Adresse, ich muss meine Daten da angeben, das macht keinen Spaß, oder ich muss die raussuchen. Es gibt zwar vorgefertigte E-Mail-Adressen, aber es ist auch nicht das Wahre. Was ich empfehle, macht euch eine neue E-Mail-Adresse, meldet euch dann mit der E-Mail-Adresse direkt an den Spielzug bei deinem Kollegen. Ja. Aber jetzt noch eine Frage, bei den Einheiten kann man jetzt auch große Einheiten auf einmal verschieben? Also ich kann mich noch erinnern, hatte ich damals, was hatte ich, 2000 Schiffe da, bei Ingrid muss ich 2000 Mal fliegen zumindest. Ja, ja, es gibt das jetzt inzwischen die es gibt die Möglichkeit, ganze Flotten zu bewegen oder Einheiten zum Standard-Zielbefehl zu haben. Mhm. Also sprich, wenn man von allen Einheitentypen, meinetwegen 10, 20, 30 auf einem Feld hat, was wir eigentlich zukünftig noch unterbinden wollen, weil ansonsten kommt man als großes Reich an und haut es einfach das kleine Blatt. Mhm. Also wir wollen die Einheiten ein bisschen begrenzen. Aber eben, man kann dann sagen, ja, bitte diesen Einheitenblock von A nach B bewegen und dann werden alle Einheiten mal bewegen. Mhm. Passt ja auch nicht unendlich viele Einheiten auf einen Morgen. Im Prinzip kannst du unendlich viele Einheiten auf einen Bogen haben. Ja. Und diese Begrenzung wollen wir aber einordnen und sagen, okay, wir sollen einen schönen Stand bei 50 Einheiten oder wie auch immer. Mhm. Das soll halt auch etwas. Eine Einheit ist dann ein Soldat oder? Eine Einheit ist zum Beispiel ein Kundschafter, wie man hier sieht. Wie gesagt, das ist mein jetzt frisches Reich, da habe ich nicht allzu viel. Es kann zum Beispiel auch ein Siedler sein, es kann eine Armee sein. Armee gibt es. Infanterie, Artillerie und Kavallerie, jeweils in der Ausbildung leicht, mittel, schwer. Eine Einheit könnte natürlich aber auch sein, ein Handelsschiff, ein Kriegsschiff, jeweils auch kleines, mittel, groß. Man kann Einheiten untereinander mischen bei den Armeen, also man kann zum Beispiel eine Artillerie haben und eine Kavallerie dazuhauen und eine Infanterie dazuhauen, dann hat man eine Einheit und die wird auf dem Feld zwar als Artillerie angezeigt und die ist dann dreiteilig und diese Teile kämpfen dann auch unterschiedlich. Zum Beispiel kann man einen Bogenschützen hinzunehmen und Schwertkämpfer. Dann, es gibt im Hintergrund bei der Kampfauswertung verschiedene Kampfphasen. Dann werden die Bogenschützen einfach mit ziemlich viel Schaden machen. Dann haben wir gar nicht mehr. Und das lohnt sich dann schon, so mehrteilige Armeen aufzustocken und sich dabei auch etwas zu legen. Angelehnt ist das Ganze auch in Richtung Mittelalter, wie gesagt. Und was da funktioniert hat, das soll dann möglichst auch mit dieser Frau funktionieren. Ganz grob gesagt.
wie gesagt, aktuell ist die Version nicht da. Könnt ihr euch runterladen von FTP-Server. Das große Problem ist die aktuelle öffentliche Amiga-Version. Die war noch damals für den anderen Publisher. Das heißt, uns wurden damals alle Server recht spontan abgestellt. Und das führte dann dazu, dass die alte Amiga-Version keine Registrierung mehr zulässt. Deswegen, wenn ihr spielen wollt, nehmt die neueste Version. Das ist die aktuellste Beta. Die ist noch nicht im Beta-Test. Also eine Vor-Beta, die kommt jetzt auch. Ich gehe davon aus, dass die Wochenende, vielleicht Anfang nächste Woche im Beta-Test auch reinkommen. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel ist die deutsche Sprache zum Beispiel gerade nicht erkannt worden, warum auch immer. Ich habe zwar eine Vermutung, aber ja, wie gesagt, wenn es Probleme gibt, schreibt mich an. Schreibt mich in Test und Kamera an. Mache dort den technischen Support. Forum ist ja, bekannt, das ist die Test- und Kamera-Seite. Und mein Benutzername ist der R. Rosberg. Also ich kann es schon schicken. Und ansonsten kommt zum Stand. Lasst euch was zeigen, lasst euch was erklären, da habe ich auch Internet. Da kann ich auch gerne nochmal was anderes zeigen. Mhm. Gibt es noch weitere Fragen? Dann danke ich euch. Und meldet euch ja an. Ich würde sehr gerne spielen, aber ich glaube. Wie gesagt, 5 Minuten am Tag, ohne man nur 3 zu 8 Stunden. Aber das war, also ich kann mir erstmal die auffällig, hier ist ein so ein Zug, den man machen würde. Das war schon ja, ich glaube, das am Ende, wenn du ein großes Reich hast, du musst viel bewegen, du hast eine Riesenkarte, dann bist du da stundenlang am Verschieben. Aber mal bei den anderen Großen, wenn die mit zwei Deutschen ankommen, du musst was tun, ansonsten machen sie dich fertig. Und wie gesagt, dabei brauchst du das nicht. Also für ein kleines Reich, da reichen dann da eine Viertelstunde am Tag. Ich habe ein Reich, Salutiferus, das ist ja Totus, da habe ich 10 Minuten gebraucht. Könnt ihr, wenn sie mir vielleicht etwas? Es gibt auch eine große Wüste. Und in dieser Wüste habe ich ein Handelsreich. Das Handelsreich hat so 800 Morgen etwa. Also 800 solche kleinen Felder. Mhm. Hauptsächlich Wüste. Interessiert kein Schwein. Kein NPC kommt mich besuchen. Und ich habe Ruhe. Ich brauche für meinen Spielzug, das Zugbild habe ich glaube ich am längsten, ich gehe rein, mache meinen Korb, stelle das auf den Markt, Hand. Und wenn ich Lust habe, mache ich mehr. Meistens sage ich, ich bin nach der Arbeit zu kaputt, ich komme nicht mehr. Jetzt schicke ich mein Spiel zu lassen und das war's. Also je nachdem, wie man spielen will, man kann sagen, man macht sein Reich groß auf 1000 Morgen, klar, dann hat man Arbeit. Man kann aber auch sagen, man bleibt wie ein kleines Reich, man schießt sich irgendjemand an, es gibt Vasallenwollen zum Beispiel. Das heißt, ich bin Vasallen von dir zum Beispiel, da bist du mein Lehnsherr, du unterstützt mich vielleicht, du hilfst mir vielleicht. Und dafür bin ich eben etwas klein, ich produziere Luxusgüter für dich. Und mir geht's gut. Und wichtig ist, man gegen Interaktion mit anderen Spielern. Weil klar, man kann das auch alleine spielen, man kann auch alleine alle platt machen, theoretisch, wenn man genügend Zeit reinsteckt. Könnte man. Das gefällt. Aber glaubt mir, es gibt so ein Spiel und im Spiel selbst gibt es dann doch eine große Gegenstimmung und so viel aber braucht man sich dann auch nicht mehr irgendwann, weil alle gegen sich. Alle gegen sich, man braucht keine Waren mehr. Die Warenproduktion hängt davon ab, wie groß man auch ist. Umso größer man ist, umso schlechter ist die Warenproduktion, beziehungsweise umso teurer ist sie. Ja, weil ich glaube, du machst das doch noch dabei. Ja, es melden sich ja immer wieder neue Leute an. Du bist ja die ganze Welt gegangen. Naja, weil ich mehrere Einheiten auf einmal verschieben kann, das ist zu Recht nur mit mich 10 Sachen. Wurde übrigens eingebaut von Martin Wolf, weil er Krieg war mit irgendjemandem. und der fand das so blöd, die ganzen Schiffe einzeln zu bewegen. Also hat er einen Konvoitieren-Befehl eingebaut und konvoitiert sind seine ganzen Schiffe dann mit einem. Hat den anderen Spielern etwas geärgert, weil der das natürlich alles behandelt hat. Aber die verstehen sich immer noch. Du, das geht mit der neuen Funktion. Er hat gerade Krieg für alle raus. Also so mit dem Krieg dann neu die Bedingungen geändert. Ja, ansonsten, man muss halt ein bisschen auch drauf aufpassen. Man macht eine kleine Änderung, zum Beispiel bei den Kompressen. Auf einmal gehen die Kompressen nach oben, weil keiner Kompressen hat. Also die Marktwirtschaft funktioniert. Bestechung, die bei uns auch ein kleines Spiel. Ja, ja. Ja. Ja.